Wenn du dir einen Online-Shop aufbauen willst und du Dropshipping-Produkte suchst, musst du natürlich erstmal wissen, was du nicht verkaufen solltest, bevor du eben dann ein gewinnbringendes Produkt findest, das du dann am Ende verkaufen kannst. Und genau das zeige ich dir heute in diesem Video. Wenn dir das gefällt, dann zerstör auf jeden Fall den Like-Button hier unter diesem Video. Und der oberste Link, by the way, führt dich auch zu einem Workshop, bei dem ich dir ganz genau zeige, wie du dein eigenes Dropshipping-Business starten kannst. Plus, ich gebe dir nochmal über 200 Geschäftsideen mit an die Hand. Aber mach das bitte, nachdem du das Video gesehen hast, damit wir uns jetzt hier auf das Video hier konzentrieren können. Weil ich zeige dir auch gleich ganz genau am Bildschirm noch ein paar coole Sachen. Und dann würde ich sagen, fangen wir an mit dem Video und verschwenden keine Zeit mehr. So, als allererstes springen wir ganz kurz auf meinen Bildschirm und ich zeige dir, welche Produkte du nicht verkaufen solltest. Und zwar zu günstige Produkte. Ich mache dir mal ganz kurz mathematisch ein Beispiel. Ich nenne das jetzt hier erstmal günstiges Produkt. So, und wenn wir jetzt ein Produkt haben, was wir für 5 Euro einkaufen können und jetzt hier zum Beispiel für 20 wieder verkaufen und haben Versandkosten vielleicht von 5 Euro in unserem Store und sagen wir schalten zusätzlich nochmal Facebook Ads und geben pro Kunde, den wir bekommen, Facebook zum Beispiel 15 Euro. Und dann können wir ganz genau sagen hier, wie profitabel wir sind. Mit diesen Werten haben wir einen Nettoprofit von 5 Euro. Dollar erwirtschaftet. Gratulation, du machst 5 Dollar pro Sale. Und aus diesem Grund solltest du keine günstigen Produkte verkaufen, sondern hochpreisige Produkte. Ich zeige dir ganz genau, wie du jetzt hier aus diesem Nettoprofit von 5 Dollar mehr Geld machen kannst. Wenn wir wirklich ehrlich sind, wenn wir auf Facebook Ads schalten, kann es sein, dass du weitaus mehr Geld ausgibst, um einen Verkauf zu machen, als zum Beispiel 15 Dollar. Sagen wir geben mal eine realistischere Zahl von 30 Dollar aus und dann siehst du, das mit den niedrigpreisigen Produkten kann gar nicht so gut funktionieren, einfach weil der Preis so günstig ist. Und aus diesem Grund bitte hochpreisiger Verkauf. Ändern wir mal die Zahlen so, dass es Sinn ergibt. Gesamter Einkaufspreis können wir hier mal 25 Dollar machen und wir sagen, wir verkaufen das jetzt hier für 70 im Store und alle anderen Werte sind gleich. Und wir sehen, wir haben statt minus 5 oder was das gerade eben war, haben wir auf einmal 20 Dollar Profit gemacht. Und richtig geil wird es, wenn man die Werte nimmt, die ich auch wirklich empfehle, also zum Beispiel 200 Dollar. Und du hast jetzt hier zum Beispiel, sagen wir mal, es kostet dich auch 60 Dollar im Einkauf mit Versand und allem drum dran und du gibst jetzt zum Beispiel hier mal 45 Dollar aus, um einen Kunden zu gewinnen. Und jetzt können wir das Ganze mal machen und sehen auf einmal, oh, 100 Dollar Profit. Und was wir einfach nur gemacht haben, ist einfach, wir haben nur den Preis erhöht und dadurch wirst du sehr, sehr viel profitabler. Also verkaufe niemals Produkte, die günstiger sind als zum Beispiel 50 US-Dollar. Du wirst mir danken, glaub mir. So, nächster Punkt von Produktkategorien, die du nicht verkaufen solltest, sind Produkte, die einkommensschwache Zielgruppen haben. Es gibt natürlich einkommensstarke Haushalte und es gibt auch einkommensschwache Haushalte, ganz normal. Und du solltest niemals einkommensschwache Haushalte targetieren und das können wir sicherstellen, indem wir von vornherein einfach uns überlegen, was sind denn Dinge, die zum Beispiel eher ein einkommensschwacher Haushalt macht oder benötigt und was machen zum Beispiel einkommensstärkere Haushalte. Und hier ist auf dem Bildschirm nochmal ein Screenshot, wie ich das Ganze hier definiere, beziehungsweise wie Google das Ganze definiert, ab wann man denn ein einkommensstärkerer Haushalt ist. Also ich würde jetzt mal sagen, so ungefähr die grobe Mittelschicht, die wollen wir ansprechen. Beispiel, wenn du ein Produkt hast, was im Golfmarkt ist, wäre es natürlich besser als im Fußballmarkt, weil zum Beispiel Fußball ist zugänglicher für einkommensschwachere Schichten. Du brauchst einfach nur einen Ball und kannst loslegen. Ein Golfkit kostet schon wesentlich mehr. Zweites Beispiel, Rennrad im Vergleich zum Skaten. Wenn du zum Beispiel Rennrad fährst, wirst du wissen, wie teuer einfach so ein Rennrad ist. Und aus diesem Grund spricht das eher die obere Mittelschicht an, weil einfach auch die Preise höher sind für ein Rennrad bzw. für die Accessoires. Und wenn du jetzt überlegst, wenn du Rennrad-Accessoires verkaufst, muss diese Person mindestens ein Rennrad haben. Deswegen ist es vorausgesetzt, dass diese Person auch Geld hat. Hingegen, wenn du Skateboard-Artikel verkaufst, können die natürlich auch 100 Euro kosten oder sonst was. Aber setzt nicht voraus, dass jemand schon mal wesentlich viel mehr Geld investiert hat, um das überhaupt zu starten. Heißt, du kannst nicht voraussetzen, dass diese Person unbedingt Geld hat oder nicht vielleicht sogar gespart hat oder was auch immer. Beim Skaten zum Beispiel sind auch sehr, sehr viele Minderjährige dabei, die sowieso vielleicht auch schon gar kein Einkommen haben, was natürlich dann im Nachgang auch ziemlich schlecht ist. Und das dritte Beispiel ist wahrscheinlich am klarsten von allen und das sind Ladestationen für Elektroautos, beispielsweise wenn du in die USA verkaufst und irgendwie jeder zweite gefühlt einen Tesla hat, im Vergleich zu Smartphone-Chargers. Und da sieht man das ganz genau. Nicht jeder kann sich ein Elektroauto leisten, aber jeder kann sich einen Smartphone-Charger leisten. Und aus diesem Grund verkauf bitte an einkommensstärkere Demografiken und behalt das im Hinterkopf bei deiner Nischen- und Produktauswahl. Punkt Nummer 3 ist natürlich ziemlich klar, wenn du Produkte online verkaufst. Verkaufe nichts, das eine lange Lieferzeit hat, sonst werden die Kunden einfach abspringen irgendwann an einem gewissen Punkt und sagen, hey, es ist nicht angekommen, ich möchte gerne einen Refund, hier ist ein Beleg und ersetzt mir das doch bitte. Und selbst wenn die das nicht machen, werden sie im Nachgang nicht noch ein zweites Mal kaufen. Und wir bauen uns diese Business ja auf, damit die Kunden auch ein zweites und ein drittes und ein viertes und ein fünftes Mal einkaufen und nicht einfach nur einmal Geld verdienen. Weil jeder Kunde, den du akquirierst, der bleibt sein Leben lang so lange, bis du etwas tust, was ihm nicht gefällt.
und dann ist er für immer weg. So. Und unser Ziel mit unserem Unternehmen ist einfach, eine nachhaltige Community aufzubauen von Leuten, die einfach unsere Produkte kaufen. That's it. Das ist alles. Punkt Nummer 4 von Produkten, die du nicht verkaufen solltest, ist ganz einfach schlechte Qualität. Mag keine Sau. Wenn du zum Beispiel schlechte Qualität in deinem Online-Shop anbietest, weil du einfach dein Produkt nicht getestet hast, dann bist du auch am Ende selber schuld, weil du nicht mal das Minimum Arbeit getan hast und dein eigenes Produkt zu dir nach Hause bestellt hast, bevor du es überhaupt verkauft hast. Das ist auch irgendwie absolut unethisch, finde ich. Teste deine Produkte bitte selber aus und nur wenn es gut ist, verkauf es auch dann. Außerdem steigerst du auch langfristig gesehen deinen Umsatz und deinen Profit damit, wenn du Produkte hast, die gute Qualität haben, weil die Leute wieder zufrieden sind. Du merkst gerade schon, wohin dieses Video geht. Kundenzufriedenheit. Amazon ist nicht umsonst eines der reichsten Unternehmen der Welt geworden. Amazon agiert kundenbesessen. Das heißt, dass es denen wirklich egal ist, ob die beim ersten Sale profitabel sind, solange sie einen Kunden fürs Leben gewonnen haben, der immer und immer und immer wieder kommt. Und das ist das Geniale. Wenn wir uns eins von Amazon abgucken können, dann ist es die Kundenzufriedenheit. Und genau das sollten wir auch tun. Verkauf keinen Müll. Produkttyp Nummer 5 sind Produkte, bei denen du keine Reseller-Lizenzen hast. Und das habe ich auch schon mal in einem anderen Video gesagt, dass es nicht gut ist, wenn du Produkte verkaufst, für die du keine Reseller-Lizenzen hast. Zum Beispiel verkaufst du Harry Potter Artikel und hast keine Reseller-Lizenz, ganz klar, da können rechtliche Probleme auf dich zukommen, allein schon wegen diesem Copyright und allem drum und dran. Da kann es wirklich Stress geben, deswegen schau, dass wenn du sowas machen möchtest, was ja nicht unmöglich ist, du kannst gerne Harry Potter Artikel verkaufen, aber schau, dass du eine Reseller-Lizenz dafür bekommst und frag ganz genau an, bei wem auch immer dieses Copyright steht, ob du das auch verkaufen kannst. Es gibt auch zum Beispiel Marken, bei denen du einfach direkt anfragen kannst, wenn du zum Beispiel Apple-Reseller werden willst, dann geht das natürlich auch, kannst du natürlich auch anfragen. Frag einfach an, wenn du sowas verkaufen möchtest und mach es nicht einfach. Ganz wichtig bei Marken. In Punkt Nummer 6 muss ich auf jeden Fall die Markentreue ansprechen. Produkte mit Markentreue würde ich niemals verkaufen. Also die Produktkategorie, Headphones zum Beispiel, da würde ich nicht mal reingehen momentan. Absolut gar nicht. Wenn ich dir sage, Headphones, Bluetooth-Headphones, an was denkst du? Du denkst sofort an Bose, Beats und wie sie alle heißen. Aber zum Beispiel nicht an irgendeinen Online-Shop. Du denkst einfach an die großen Fische im Markt. Und sobald das der Fall ist, rennen. Und am besten suchst du dir einfach eine Nische aus, wo es einfach keine Markentreue gibt. Wie zum Beispiel Schlauchboote. Ja? Wenn du ein Schlauchboot haben willst, dann willst du nicht irgendwie unbedingt eine Marke haben, sondern du willst einfach eins haben, was gut funktioniert und was eine gute Qualität hat. Ja? Das ist dir nicht wichtig, dass es jetzt zum Beispiel das Schlauchboot von Apple ist oder sonst was. Völlig egal. Ja? Wäre witzig, wenn Apple Schlauchboote erstellen würde, aber ja, das haben wir dahingestellt. In Punkt Nummer 7 haben wir stark erklärungsbedürftige oder komplexe Produkte und das ist völlig logisch. Wenn du zum Beispiel ein Produkt hast, was allein schon 20 Minuten an Erklärung braucht, wie zum Beispiel irgendwelche Wasserfilter oder sonst was, dann hast du ein Problem, weil du musst einfach mal den Kunden 20 Minuten lang indoktrinieren zu diesem Produkt, bevor er überhaupt kaufen kann. Wenn du zum Beispiel einfach ein einfacheres Produkt nimmst, was man in wenigen Worten beschreiben kann, sodass man auch sofort checkt, wenn man ein Bild sieht, was das ist und was es macht, dann hast du den Vorteil, dass die Leute viel schneller kaufen können, weil die Emotion schneller einkickt. Und wenn du zum Beispiel ein Produkt hast, was stark erklärungsbedürftig ist, brauchst du sehr viel Content. Ja, du brauchst in deinen Ads, die müssen lang sein, du brauchst lange Texte, brauchst lange Videos, musst den Verkauf länger vorbereiten. Das heißt nicht, dass es nicht möglich ist, aber es ist halt einfach für professionelle Marketer, nicht für den Anfänger. Zweiter Grund ist auch auf jeden Fall, dass das Ganze einen höheren Support hat, dadurch, dass es eben erklärungsbedürftiger ist oder komplex ist, das ist ganz normal. Und durch den höheren Support hast du natürlich auch höhere Folgekosten, weil deine Mitarbeiter müssen bezahlt werden und wenn einer was nicht ganz checkt und nicht die Resultate bekommt, die er eigentlich haben möchte, kann es auch sein, dass du einen Refund bekommst und das ist halt eben nicht schön. Produktkategorie Nummer 18, Produkte, für die du eine Passion hast, aber diese leider keine Nachfrage haben. Und das ist ganz blöd. Machen wir als Beispiel, du interessierst dich unheimlich für bedruckte Kaffeeuntersetzer, aber keiner braucht bedruckte Kaffeeuntersetzer. Für was auch? Kann natürlich sein, dass das irgendwie jetzt voll der übelste Trend ist und ich jetzt gerade irgendwas gesagt habe. Aber im Endeffekt, wer braucht Kaffeeuntersetzer? Und wenn jetzt zum Beispiel du eine absolute Passion hast und du baust dein ganzes Business auf diesem einen Produkt auf, ballerst 6 Monate deine Zeit da rein und merkst am Ende, oh Mist, eigentlich mag nur ich das, dann hast du natürlich gelitten. Und das ist ganz, ganz mies. Weil dann hast du keinen Bock mehr auf dein eigenes Business. Dann hörst du auf und dann machst du nicht mehr weiter. Und das ist ganz blöd. Und wenn du wissen willst, wie man jetzt so richtig geile, gute Produkte auswählt, die auch wirklich für einen hohen Preis verkauft werden können, dann kann ich dir auf jeden Fall meine Masterclass unter diesem Video verlinken. Und es ist der erste Link in der Videobeschreibung. Und da zeige ich dir ganz genau, wie du hochpreisige Produkte auswählst in 3 simplen Schritten, wie du diese verkaufst und wie du Besucher auf deinen Shop bekommst, sodass diese auch kaufen. Ja, ganz, ganz wichtig. So, und zusätzlich gebe ich dir noch, wenn du dich dafür anmeldest, wenn du bis zum Ende des Workshops bleibst, gebe ich dir über 200 Produktideen mit an die Hand und dann schauen wir ganz genau, wie wir diese bei dir implementieren können. Oberster Link in der Videobeschreibung und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf dem Workshop und dann mach's gut. Bis dann. Ciao. Tschüss. Mach's gut. Tschüss. Kommt in die Outtakes, oder?